Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tomb Raider 1 Remastered. Diesmal wieder mit dem Profi am Werk. Ich weiß nicht, was er letzte Folge gemacht hat, ich muss mal gucken. Ja, Medikit sieht gut aus, das sieht gut aus. Uzis hat er leider nicht gefunden. Oha, das sieht doch gut aus. Schick, schick. Da ich letztes Mal bei der Schule geguckt habe, weiß ich, ich werde die jetzt gleich brauchen, die Magnums. Was haben wir hier? Da ist nichts weiter zugekommen. Okay. Hier wird sich nichts verändert haben und von daher haben wir eine Palme im Gesicht. Nein, ich weiß leider nicht, was bei Obelisk von Camun großartig passiert ist, außer dass er ein bisschen nicht wusste, wo es weitergeht. Ist teilweise aber auch schwer, wenn man nicht wirklich drin ist, wenn man einfach so mitten ins Spiel eintaucht, wo auch schon vielleicht der Gegner gerade ein bisschen angezogen hat und alles, ist es dann schon ein bisschen fies. Aber hat er auch gut gemacht. Ne? Ich habe genug Magnum-Munition, finde ich gut. Und ansonsten, ich glaube nicht, dass das, was er gespielt hat, jetzt hier irgendwie storyrelevant für mich noch ist. Denn wir sind jetzt hier im Heiligtum des Skion und gucken einfach mal, was wir jetzt hier noch machen können. Im besten Fall habe ich heute ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Vielleicht kann ich auch zwei Level machen. Hinter mir geht eine Tür zu. Ich sehe natürlich vorne nichts. Das ist lieb. Vielen Dank. Da liegt Muni, Nege. Die nehme ich doch mal mit. Vorsichtshalber. Ich weiß, dass wir gleich von zwei kleinen Babys hier Besuch bekommen. Und ich mag diese Viecher, weiß Gott nicht. Diese kleinen explodierenden Mumien. Was ist das? Was bist du denn? Oh, ein Skarabäus. Müsst man den nicht noch beim Obelisken einsetzen? Das weiß ich gar nicht. Was ist hier? Aha, ein Geheimnis. Wo den Skarabäus wir brauchen, das ist ja gut. Gut zu wissen. Da ist aber nichts, nee. Nö, okay. Dann triggern wir mal die kleinen Babys von hier oben. Da kommen sie schon. Hab keine Lust auf euch, ewig Gespiele. Ihr seid beschissene Viecher. So, danke für die Magnum-Munition. Äußerst vorteilhaft für sowas. Jetzt wechseln wir aber auf die Pistolen. Fällt mir gerade ein, das habe ich ihm gar nicht gesagt, wie man wechselt, aber ich hoffe, das hat er rausgefunden. Irgendwie wurde es ja schon geklappt dann. Er sprach davon, dass er mit einem Schrot geschossen hat, also ist da bestimmt alles gut gegangen. So. Guten Tag, guten Tag. Was gibt's denn hier? Auf jeden Fall nochmal Munition. Das finde ich sehr schön. Hallo? Haben wir hier noch irgendwas versteckt in der Ecke liegen? Nö, haben wir nicht. Ah, viel heller. Aber die Grafik, das hier ist, ich finde die Grafik schon sehr schön. Also bleiben wir dabei. Yeah, was haben wir denn hier? Ich komme ja bestimmt irgendwann unten wieder hin, oder? Was hätten wir jetzt hier? Ach, sind wir auf der Rückseite der Mumie? Der Sphinx jetzt so? Da unten nicht noch was? Ich nutze mal aus, ich will mal kurz gucken. Naja, schön, guck mal hier. Okay, es gibt mehrere. Ich dachte eigentlich, dass wir die eine hatten, bloß. Es gibt scheinbar mehrere. Gut. Schön zu wissen. Aber komme ich jetzt nach unten? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke erstmal hier hoch, hier habe ich gerade was flimmern sehen. Meins. Meins. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. So, was ist hier? Da komme ich irgendwann hin. Nur nicht jetzt, wenn ich die Schrägen nicht komme. Wenn ich jetzt speichere und einen Seifertzeiter darüber mache, könnte das klappen? Hier, drei Speicherpunkte. Guckt ihn euch an, hier. So. Okay, davon habe ich aber nichts. Außer ich jetzt wahrscheinlich in den Tod fallen könnte. Beziehungsweise da runterrutsche, ne? Nee, ich will noch mal kurz gucken.
Ich möchte mich oben kurz umgucken. Mit einer Rückwärtsrolle? Nö. Machen wir es gleich so. Brauche ich nicht in die Ladebildschirm warten. Sehe. Entschuldigung. Ist noch nie ganz raus. Einfach so? Hält sich leider nicht fest. Ich opfer sie schon mal ganz schön dolle, wa? So, okay, da nicht, da nicht, da nicht. Vielleicht diesen irren Witz hier im weiten Sprung? Nö. Okay. Kann ich, glaube ich, in der Richtung aufgeben. So. Dann wird das noch nichts. Dann kommen wir da vielleicht anders hin. Diese Daten da oben. Okay, dann kommen wir bestimmt irgendwie von unten da hin und tappen uns von da unten irgendwo nach da drüben. Und kommen dann irgendwann da hoch und da oben raus. Okay. Und was haben wir hier? Mal ein bisschen vorsichtig. Irgendwo von da nirgends, aber gern darunter. Weil da unten noch Munition ist. Das war der weitere Weg. Naja, gut. Warum nicht? So. Vorsichtshalber festhalten. Ich hab's ja an, dass du schon hinterkommst hier. Meine Güte. Die Mumie und ihr Raketenwerfer. Ich weiß auch nicht. So, das hier ist eine Tür und die komme ich jetzt nicht rein. Wenn es überhaupt eine Tür ist, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Musik. Dramatische Musik. Und ein Kind, was draußen im Flur stapselt. Ui, da ist noch Munition. Meine. Meins, meins, meins. La, la, la. Hört man von draußen. So, was haben wir hier? Ich muss ja mal hier in die Ecke gucken. Hier sind wir ja bloß in den Tod gefallen. Aber liegen tut hier, glaube ich, nichts. Okay. Dann werden wir uns mal den Weg hier hochsuchen. Ich gehe mal hier über den kleinsten Block mal schauen. Ups, ja. Zu früh die Kamera. Nee, das wird nichts. Über den kleinsten haben wir keinen Erfolg. Über die größten hier hinten aber auch nicht. Glaube ich. Ah ja, doch, das sieht ganz gut aus. Okay, Moment. Ich sehe ja, was du von mir möchtest, Spiel. Ich sehe es ja. Ah, vielleicht mit Anlauf. So, erstmal ausrichten. Chip. Chip. Langsam. Chip. Lieber den, oder? Wir müssen ja recht gerade drankommen. So, dann aber. Dann würde ich aber sagen, den. Genau. Und dann müssten wir hier hochkommen. Sehr schön. Jo. Gott, hab ich mich erschrocken. Macht doch genau in dem eine kleine Pause hier. Das böse Ding. Könntest du mal aufhören? Das ist nämlich ziemlich laut. Dankeschön. So, war gut. Langsam. Da drüben sehe ich noch ein Medikit. Das holen wir uns garantiert gleich. Aber erstmal hier den Hebel. Ich weiß wo. Ja, komm. Easy. Zieh die Waffen, zieh die Waffen. Ich sehe mich als nächstes Mistvieh.
Komm, stirb einfach, danke. Ich glaube, ich bleib bei den Magnums für diese Runde. So, theoretisch. Na, darüber wird nichts, da gibt's nichts. Theoretisch können wir jetzt wieder vorsichtig runter. Sehr schön. Ich bleib aber hier bei den Waffen. Mal gucken. Kommen die Flugviecher davon auch noch? Oh, als ob die Krabbelviecher nicht schon genug sind. So, ja, dann geht's da weiter. Den müssen wir jetzt hier hoch. Easy going. Ach komm, übertreiben. Jawohl. Naja, aber dabei nach vorne springen. Dann klappt das auch. Hier. Kurz gucken. Nicht, dass hier so ein Fluggeknipse ankommt. Der schreckt mich bewusst zu Tode, denn. Da ich nicht weiß, wo sie sind, vor allen Dingen. So, da lang. Oder hinter uns? Wo hinter uns geht's? Wo geht's da hin? Wupp. Oh Mann. Nicht unbedingt der sichere Tod, aber aua. Okay. Ich weiß, dass du da hoch kannst. Aber bringt's mir was? Ich komm da rüber. Gucken. Auch wenn es nur ein Geheimnis vielleicht ist. Na, da geht's hier. Gott. Das verwinkelt hier. Ruhig. Ruhig, Laura. Ruhig. Ganz ruhig. Keine Lust, mich nochmal hochzukämpfen. Entschuldigung. Gibt's hier irgendwas? Sieht so kämpftig hinwürdig aus, aber irgendwie auch wieder nicht. Es ist so kämpftig dahin, aber mal gucken für was. Ja, dann gucken wir doch mal. Na, das wird doch nichts, oder? Doch, das kann sie schon schön. Aber lohnt sich's? Ah, zu weit. Aber gerade noch geschafft. Nö, aber dann lohnt sich der Weg ja da hinten ja auch nicht. Na, wo doch nach oben lohnt er sich. Schaffe ich das nicht? Nö, denn nicht. Au. Ich muss natürlich für die tiefste Nische fallen. Ups, ja, aber ich muss hoch. So viel ist sicher, ich muss hoch. Und ich muss ganz hoch. Denn nochmal. Weil ein Speicher extra ohne mich nicht nochmal machen muss, dann machst du trotzdem nochmal. Logik. Logik. Jo. Vorsichtige Sprünge, sie springt manchmal auch zu weit.
Deshalb habe ich grundsätzlich, dass sie noch greifen will, dann macht sie manchmal den Sprung nicht ganz so weit. So, was haben wir hier? Die große Tür zu der rechten der Sphinx. Okay. Darf ich mal fragen, was dann. Geh weg von mir. Nein. Au. Glaube ich. So, jetzt muss ich aber ganz kurz mal. Was ist das? Soll ich das gut finden, dass hier die Uzis einfach in der Luft schweben? Ich meine. Meine oben ist noch ein Hebel, da muss ich nochmal hin. Aber. Was? Warte, wer ist ein Alt? Nee, ein Alt was. Okay. Ich frage einfach nicht. Wir machen es einfach, wir kommen da irgendwie hin. Vielleicht ist es eine unsichtbare Brücke, wie auch immer. Irgendwie klappt das schon. Das noch nicht. Jetzt habe ich ja wirklich keinen Bock nach oben, oder? Nee, das wird aber. Wird aber gewagt. Aber geschafft. Jetzt mal ganz ernsthaft, wie soll ich an die Uzis da kommen? Wenn ich hier noch irgendwas hochfährt? Wenn ich noch irgendwie Sand hier reinkommt? Ich meine, ich mag Sandy, so ist es nicht. Der war schlecht. Entschuldigung. Für alle, die den Witz nicht verstanden haben, ich heiße Sandy, also von daher mag ich Sandy. So. Jetzt ist es noch schlimmer, wenn ich den Witz erklären musste. Nicht? Ich habe Geräusche gehört. Ich werde nicht da runterspringen. Aber ich versuche dahin mit Laufen? Nein. Ich doch, ich mach die Sprung jetzt einfach mal. Gucken. Oh, jeez. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Hast du Uzi gesehen? Hat Uzi gesehen? Hat Uzi gesehen? Okay, ich liebe den Erfolg. Der klingt gut. Hat du Uzi gesehen? Hat du sie gesehen hier? Hat du? Schön hat er das gemacht. Nice. Mensch, Leute, ich weiß nicht, wie groß dieser Block hier ist, ja? Ich vermute mal ein Quadrat groß. Ich bin der fliegende Vieh. Ich bin der fliegende Vieh. Ich bin der fliegende Vieh. Ich, wah. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Naja. Ist ja auf für mich zu beschweren, ganz einfach. Hat doch alles geklappt. Wir machen nach da drüben dann weiter. Und dann passt das schon. Apropos passen, ich speichere mal. Die Aktion will ich nicht nochmal verpassen. So. Hier drauf ist nicht. Dem Rutschvorgang. Nee, den traue ich irgendwie nicht. Ich wollte lieber springen. Ich wollte lieber so machen. Auch wenn es ein bisschen Leben gekostet hätte, hat es aber nicht. Das ist dunkel hier in der Ecke. So. Gut, gut. Wird aber so nicht heller. Also kann ich euch nicht unbedingt anbieten. So. Ja. Sieht ganz richtig aus. Ich mag den Erfolg. Hat Duzi gesehen? Hat Duzi gesehen? Hinter der Sphinx? Wäh. Sollte ich ins Rennen gehen? Hinter der Sphinx ist übrigens auch noch ein Schalterchen. Tja. Wen haben wir hier?
Erstmal nichts, da ist noch eine Tür. Mit der Tür kann ich aber gerade noch nichts anfangen. Das ist ja auch keine Tür, das ist auch ein Stein. Okay. Ich erinnere mich übrigens aus dem letzten Level von mir. Da gab es auch noch einen Stein, den hätte ich nochmal ziehen können. Ärgert mich, dass ich das nicht noch getan habe. Direkt am Anfang, wo es das erste Mal die Steine verschoben haben. Da gab es die Möglichkeit, dass ich hätte die Steine nochmal einen rausziehen können. Ärgert mich ein bisschen, dass ich es nicht getan habe. Weil ich jetzt nicht weiß, ob dahinter noch irgendein Geheimnis war. Und bei meinem Glück war da eins. Soll das so? Darf ich da? Nee, darf ich nicht. Wie sah es im Alt aus? Ach, da war es zu. Okay. Haben sie uns bloß für ein bisschen Lichteinfall. Okay, der lebt noch. Der schießt nur auf uns. Ich dachte, der explodiert gerade ganz kurz. Kann nichts dafür, wenn du nicht aus dem Raum rauskommst. Ich nutze nur ein bisschen Spielemechanik aus. Dafür kann ich nichts. So. Aha. Ah ja, haben sie wenigstens ein bisschen dargestellt, ne? Ist auch kleiner, wir wurden deutlich kleiner, aber ein bisschen dargestellt ist es. Tja, meins. Bilder haben sich nicht unbedingt verändert. Okay, wir haben... Gott, wie heißen die Kreuze jetzt? Anubiskreuzer? Ich glaube, Anubiskreuz heißt das, oder? Warte, kann ich es nachgucken? Ankh-Kreuz. Ein Ankh-Kreuz, okay. Ist ja fast das Gleiche. War ich doch nah dran. Jo. Heißt aber für uns, hier sind wir jetzt fertig. Ist natürlich meine Frage, wo kommt dieses Ankh-Kreuz rein? Ja, bitte. Ich würde mich freuen, wenn du nicht so auf mich schießen tust. Meine Güte. Aber heißt für mich, wir sind schon mal richtig. Okay, da kommen wir auf den Zwingskopf. Haben wir vorher nicht gemacht, brauchen wir ja vorher nicht. Brauchen wir jetzt erst. Also, haben wir gut gemacht. So. Die Frage in der Grafik etwas besser zu sehen, genau. Setzen wir das Kreuz hier ein. Ja. Hat sich viel getan.